Hallo und herzlich willkommen zu Final Fantasy 3. Nach dem Motto Back to the Root sind wir wieder auf dem schwebenden Kontinent. Und ich habe jetzt in diesem schwimmenden Wal-Dungeon da unten schon mal ein bisschen gelevelt. Bis Level 48 und es gibt neue Berufe. Ingos ist kein Mönch mehr, sondern Karateka. Im Endeffekt die Aufwertung davon. Ark ist jetzt Ninja, kein Rotmagier mehr. Das Heilnummer nimmt Refia. Sie war ja vorhin Schwarzmagierin. Ich habe jetzt so die Aufwertung des Rotmagiers im Endeffekt. Sie ist jetzt nämlich weise. Ich hätte sie auch zur Hexerin machen können, das wäre die Aufwärterin direkt des Schwarzmagiers, dann hätte ich aber gar keinen Heiler mehr. Und dann sage ich so, dann habe ich lieber Refia im Kampf als Heiler. Die anderen drei machen nämlich vernünftigen Schaden auch in physischen Angriffen. So, und er ist der Einzige, der geblieben ist. Die Joblevel sind natürlich noch so schlecht, dass Ark und Ingos noch nicht wirklich viel Schaden ausrichten. Und zumindest definitiv nicht mehr als vorher als Mönch bzw. Rotmagier. Aber das bessert sich. Und wenn man das. Wenn es gar nicht funktioniert, können wir die Jobs jederzeit zurückswitchen. Gut. Dann sagen, dann machen wir mal hier los. Ich habe hier nur am Eingang trainiert, also ich bin hier noch gar nicht durchgelaufen. Gucken wir mal, wo das hinführt. So schönen Geigenklängen. Königsfeder, Himmelszorn. Wir haben auf jeden Fall gute Rüstung. Für unsere Charaktere bei gehabt. Zumindest habe ich nichts Besseres gefunden. Ich weiß nicht, ob die halt nichts Besseres haben oder ob wir nur noch nichts Besseres gekauft haben. Aber ich war noch mal in dem Dorf gewesen, wo die Höhle war, also wo die dunklen Ritter waren. Weil Ninja ist im Endeffekt die Aufwertung des dunklen Ritters. Da haben wir jetzt die bestmögliche Rüstung schon. Der Mönch kann mit Krallen kämpfen. Wenn er Level 30 oder 40 ist, dann sollte er besser lieber ohne jede Waffe kämpfen. Macht er mehr Schaden. Irdene Trommel, das war Erdschaden und Arktiswind, das war wahrscheinlich die Aufwertung des Antarktiswinds, okay. High Potion. Diese Gegner, die wir gerade gesehen haben, die können übrigens versteinern. Elixier. So, was die können, habe ich bisher noch nicht rausgefunden. Die waren immer tot, konnten mich bisher noch nicht angreifen, aber ich bin bisher auch noch nie in der Dreiergruppe davon begegnet. Aber hier trainiert sich wirklich gut. Vielleicht werde ich nach der Folge noch weiter hier grinden. Also da wir definitiv dem Endgame entgegengehen. Wir haben beim letzten Mal den vierten und letzten Kristall gesehen. Doga und Une haben sich verabschiedet. Und uns den Schlüssel für den Turm gegeben. Und den Schlüssel für Xande ebenfalls. Und man sieht hier oben rechts. Ach, mit der Maus kann ich nicht. Man sieht oben rechts geht es auch noch weiter. Das heißt. Sehr hohe Frequenz an Zufallskämpfen. Den Gegner habe ich bisher noch gar nicht gesehen. Also wenn wir an den Bossen nicht scheitern, dann möchte ich eigentlich den schwebenden Kontinent heute mit zwei optionalen Dungeons abschließen. Also hängt natürlich ein bisschen auch am Controller-Bug und an den Bossen. Controller-Bug lässt uns Bosskämpfe wiederholen. Und Game Overs lassen uns alles wiederholen. Ja richtig ab. Aegis-Schild, Platinum-Hammer, Bacchus-Trank und Krötenpanzer. Gucken wir doch mal, ob sie nicht vielleicht ein Schild nehmen will. Sie kann aber leider keinerlei Stäbe, keinerlei Schilde verwenden. Aber sie greift eh nicht an, da ist es eigentlich egal, was ich hier gebe. Kann er eventuell einen Hammer verwenden? Also der kann auch sogar die Bumerangs verwenden. Und der hat die ganze Genji-Rüstung. Das Genji-Schild gebe ich ihm aber nicht, weil er physisch angreifen soll. Sehr einfach und sehr viele Erfahrungspunkte. Was gibt's hier?
Weißmoschus. Das haben wir letztes Mal auch gehabt. Das war, glaube ich, Holy gewesen. Vielleicht leveln wir ja noch einmal auf, während wir das Dungeon untersuchen. Dann sind wir schon 49. Kann nicht sein, dass wir dezent overlevelt sind. Wobei wir bereits bei Odin gemerkt haben, dass overlevelt hier eigentlich kaum möglich ist. Denn Odin, mit einer Spezialattacke kann man ja sehr viel Schaden nehmen. Denn beim letzten Mal dieser eine Tornado-Move alle getroffen hätte, wären alle auf unter 10 KP gefallen. Geht's denn jetzt hier weiter? Ich glaube, da geht's wieder zum Anfang. Mal wieder draußen. Ja, das war so nicht geplant. So. Hier ging es nicht weiter, nee. Das haben wir natürlich ein bisschen gespeichert, aber trotzdem, das war so nicht geplant. Ah, hier sind wir wohl nicht weitergelaufen, okay. Das war sogar den Weg, den ich angesprochen hatte, wo ich gemeint habe, wir müssen aufpassen, da geht's noch weiter. Ja, meine Orientierung ist mal wieder nicht sehr besonders, nicht besonders hoch heute. Stufen sind immer gut, wenn die steigen. So, jetzt haben wir hier wieder vier Möglichkeiten aus einer Summe gekommen. Lilliputs und Rabenfeder. Rabenfeder sagt mir nichts. Kriegt aber nicht wie was zum Ausrüsten. Löst einen Wirbelsturm aus. Okay, dann scheint das wohl sowas wie Tornado zu sein. Gehen wir nach oben rechts weiter. Ich habe irgendwie die Befürchtung, wenn wir das Dungeon durch sind und es hier einen Boss geben sollte, dass eventuell dieser Wal verschwindet und wir hier nicht mehr rein können. Das ist hoffentlich nur eine böse Befürchtung. Oh, hier geht's weiter. Schwarzes Loch. Platinumhammer und Reflektpanzer. Was ist denn das schwarze Loch? Achso. Also sowas wie die Demon-Attacke. Der X-Zone aus Final Fantasy VI. Aber ich denke mal, ich habe Beam noch nicht eingesetzt. Ich denke mal, es ist sowas wie X-Zone. Übrigens, Refia kann, glaube ich, auch Beschwörungen einsetzen.
Ich habe jetzt nämlich jetzt die Zauberslots mit ein paar Beschwörungen belegt, weil noch Plätze frei waren. Schwarzmoschus. Das war tot. Zauber. Uroboros. Ich weiß nicht, ob bei dem Anime Fullmetal Alchemist, ob da dieses Siegel der Homunkuli, ob das Uroboros-Siegel war. Ich glaube sogar ja. Deswegen kommt mir der Name Uroboros wahrscheinlich bekannt vor. Noch ein Level up. Ja, Ark hängt auch genauso jetzt wie Lunef hinterher. Ich habe nämlich in einem Kampf ist er versteinert worden, hat er keine Erfahrungspunkte bekommen. Oh, das sieht aus wie so ein Strudel. Ah, das sieht doch aus wie ein Wasserdrache. Natürlich, ich bin Leviathan. Nur die, in denen das Licht stark ist, können auf meine Hilfe hoffen. Lasst mich das Licht in euch überprüfen. Leviathan greift dich an. Das klingt doch wie eine Beschwörung. Gucken. Wir können ja mal werfen, das habe ich auch noch nicht gemacht. Mal gucken, was wir so machen. Was haben wir denn zu... Wovon haben wir denn zu viel... Ich weiß nicht, ob der eins oder mal alles wirft. Shuriken ist auf jeden Fall die beste Wurfwaffe, die heben wir uns mal auf. Werfen wir mal den Bumerang. Ich könnte schwören, der ist bestimmt gegen Blitz anfällig. Machen wir mal Blitz und du machst Sprung. Sprung ist sowieso der Standard. Auch um Angriffen auszuweichen. 4-8. Das war nicht so berauschend. 7000, aber Schaden ist minimal. Aber Ingus scheint versteinert zu sein. Ja. Nicht so berauschend. Goldnadel. Aber es können einfach mal Vigra auf alle. Sehr schöner Schaden. Jetzt hat er sich mit Hast belegt. Alune ist auch versteinert. Ist natürlich überhaupt nicht gut, dass der versteinern kann. Oh je. Oh je, oh je. Eigentlich kommt jetzt gleich Vigra. Wir haben keinen neuen versteinerten Charakter. 24.000 steht bei meiner Liste bisher. Standard. 27.000. 31.1. Also hat er über 30.000. Sind wir damit auch stärker als die vorherigen Gegner. Uiuiui. Ja, 35,7, okay, also zwischen 30 und 35.000 und gewonnen.
habe noch mal ein paar Berufsstufen. Euer Licht brennt hell, dann will ich euch zu Dienst sein. Ja, yeah, wir haben Aqua. Damit scheinen wir hier fertig zu sein in diesem Dungeon. Als nächstes auf meiner Liste steht ein Gebiet, wo wir bereits mal waren, aber rausgeflogen sind. Jetzt scheint es diesen See Dora doch nicht mehr zu geben. Meine Befürchtung hat sich also bestätigt. Oder gibt es hier noch was? Nee, tatsächlich nicht. Ist natürlich ein bisschen doof. So. Die Wege auf dem fliegenden Kontinent sind ja relativ kurz. Hier war damals der Berg, wo wir rausgeflogen sind. Wo uns ein gewisser Drache rausgeworfen hat. Und hier sind ein paar Höhlen, zu denen wir wollen. Jetzt wüsste, wie wir da reinkommen. Von der anderen Seite wahrscheinlich. Man sieht übrigens, Refi hat ganz viel MP bekommen. Gehen wir mal hier rein. Bahamuts Höhle. Welche Beschwörung wir hier bekommen werden, klingt schon relativ einleuchtend. Wo geht's weiter? Phönixfeder. Arktiswind. Na gut. Ding mal nach unten, wird's bestimmt weitergehen. Himmelssong. Irdene Trommel. Oh, der Seedor, dass der weg ist, ärgert mich ein bisschen, denn da könnte man wirklich gut trainieren. Pteranodon. Ne, Pteranodon, okay. Stimmt, gegen Sprung werden die sehr anfällig. Drachen allgemein sind es auch so. 9990 scheint hier irgendwie das Maximum-Level zu sein. Großbohrer sind wohl bekannte Gegner, aber das ist eventuell die Weiterentwicklung. Ich haut nochmal 38 hinterher. Lässt sich aushalten. Gucken, ob wir gegen Bahamut kämpfen werden und ob er uns mit seinem Mega-Flair einhalten wird. Der wird hier keinerlei MP verschwenden. Ich habe gar nicht geguckt, ob die geheilt wurden. Ich glaube, nach Bosskämpfen werden wir immer geheilt.
schon was gucken. Golemstab. Davon haben wir bereits hinreichend viele. Säbelzahn-Liga. Okay. Damit besiegen wir auf jeden Fall nicht alle in einer Runde. Aber das Training gestaltet sich dennoch ordentlich. Weißmoschus. Bacchus-Trank. Chocobus-Zorn. Und weitere Säbelzahn-Liga. So, jetzt reicht's. Okay, die haben also unter 3600. Aber mehr als 3000. Ja, wenn sie weniger als 3,6 haben, haben sie auch weniger als 4,6, das ist klar. Den Krötenpanzer. Eltriusbogen, sie kann übrigens gar keine Bögen mehr tragen, sondern nur noch Stäbe. Ansonsten sind wir aber ganz gut ausgerüstet. Bei ihnen gibt es auch nichts Besseres mehr. Gut, die Genji-Dinger werden schon das Beste sein und Kiki Ichimoji gibt es, glaube ich, auch nichts Besseres. Zumindest derzeit nicht. Noch eine Phönixfeder, ein Elixier und ein Kotetsu. Kotetsu klingt wie nach einer Rüstung, die ich eventuell noch nicht habe. Kotetsu. Habe ich bereits. Zwei Stück davon. So, hat Refia eigentlich noch genug? Refia hat wieder genug MP, das passt mir doch ganz gut. Seid ihr stark genug, um mich zu besiegen? Oh, ich dachte, wir können hier noch speichern, aber doch nicht. Das ist der, der uns auf dem Berg damals, ganz am Anfang, wo wir in dem Vogelnest gelandet sind und Dash oder so getroffen haben, das ist der, der uns damals besiegt hat. Ich kann ja eigentlich mal Protest zaubern. Du springst natürlich, zumal er schwebt. Vielleicht macht das mehr Schaden mit Sprung. Gucken, ob er viel stärker ist als Leviathan. Wir hätten uns natürlich ruhig auf der Weltkarte noch speichern lassen können. Das wäre zu einfach, zu schön gewesen. Okay, Schadenszahlen sind noch auszuhalten. Aber wir machen jetzt jede Runde Vibra. Sehr schön. 24. Was? 24,6 hat der nur gehabt? Okay. Das war relativ easy. Überraschenderweise.
Chance Rex erhalten. Der hat ja relativ wenig Leben gehabt. Da wollen wir uns nicht beklagen. Errungenschaft freigeschaltet, mein Espero. Jetzt können wir zurücklaufen oder wir teleportieren uns raus. Ich muss sagen, wir nehmen die Teleportation. In der Hoffnung, nicht wieder hier zu landen. Doch, okay, dann bleibt nur der Fußweg. Mal wissen, noch ein paar Kämpfe mit fürs Training. Hoffentlich bleibt das Dungeon wenigstens verfügbar, wenn wir hier fertig sind. Weil hier kann man ja auch relativ, also genauso gut trainieren wie im anderen See. Mein Ziel war dann vor diesen letzten Dungeons hier Kristallturm. Das klingt immer nach letzten Dungeons, so auf Level 50 zu sein. Das schaffen wir vielleicht sogar in der Folge durch die paar Kämpfe hier noch. Dann trainiere ich vielleicht bis 51 oder 52 offscreen. Refia hat es direkt geschafft. Ist ein bisschen nervig, dass wir jetzt hier auf den Weg zu Fuß zurückgehen müssen. Danach werde ich erstmal nach. Also wieder, danach verlassen wir den schwebenden Kontinent wohl für immer. Dann fliege ich erstmal nach Amur. Denn wir müssen ein paar neue Notausgänge kaufen. Ich könnte natürlich Refia auch immer kurzfristig den Teleport-Zauber geben, aber das ist mir nicht wert. Da fliegen wir halt kurz die 2 Minuten Umweg nach Amur. Und dann fliegen wir wieder dahin, wo wir den Erdkristall getroffen haben. Sind wir, glaube ich, schon wieder am Ausgang? Ja. Passt ja. Gut, für einen Kampf können wir nochmal reingehen. Da sollen die Bienen noch ihr 50. Level erreichen. Schließlich ein rundes Level 50. Das passt ganz gut. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt den schwebenden Kontinent für immer verlassen. Da wir das Mucknet nicht machen können, brauchen wir hier nicht mehr zurück für einen eventuellen Zwiebelritter. Soll hier auch so einen super optionalen Endgegner geben, so einen Eisengiganten. Den können wir deswegen, glaube ich, auch nicht machen. Ich kann mich ja nochmal informieren. So. So viel dazu. Bye bye, schwebender Kontinent. Nee. So, da war die Unterseehöhle, wo man auch trainieren könnte. Aber natürlich, wenn ich jetzt wirklich nochmal trainieren muss, dann fliege ich wieder zurück zu Bahamuts Höhle. Das ging ja noch schneller. Hier gab es gar keinen Notausgang zu kaufen, das ist natürlich doof.
Weiß ich gar nicht, wo ich die Dinger gekauft habe. Schöne, entspannende Musik, bevor es wieder ernst wird. Wir haben ja die Statue beim letzten Mal schon bereinigt. Man sieht, Lune fängt gewaltig hinterher mit seinen HP. Während Ingo ist jetzt... Ich weiß nicht, ob das am Karateka liegt, aber der bekommt richtig Boost. Sogar Refia ist gut dabei. Vielleicht weil das die Jobs vom Erdkristall sind und damit die am meisten Boost geben, wer weiß. Aber das sind so leichte Gegner. Wenn hätten sie ja wenigstens ein paar schwere hier bauen können auf dem Weg vor dem Kristallturm. Das ist ja lächerlich. Ist das euer Ernst? Es lohnt sich ja nicht mal hier zu kämpfen. Gucken, ob wir die Invincible nochmal brauchen werden, ob es hier wirklich zum Ende kommt. In der Weltkarte gibt es keine weiteren Orte mehr, auf denen wir noch nicht waren. Geradeaus ging es ja zum Erdkristall. Genau, da gibt es auch nichts Neues, dann machen wir mal weiter. Dann gibt es Lava. Elixier. Na gut. Erstmal hier lang. Lilith Kuss und ein Zufallskampf. Ein Skelettdrache. Ein Knochendrache. Der auch, wie es aussieht, ein bisschen Leben hat. Ja, weiß ich nicht, ob sich das so lohnen sollte, hier zu trainieren. Kristallschild. Vielleicht kann sie ja das ausrüsten, wenn sie überhaupt Schilder ausrüsten kann. Wie es aussieht, nicht. Thanatos. Der Hesse. Aus Sleepy Hollow, oder sieht da ein weiblicher Kopf aus, die Hessin. Die scheinen alle eine Menge Leben zu haben, dafür kommen sie vielleicht im Einerpack.
Die lebt immer noch und greift zweimal die Runde an. Jetzt hat er hier bald Zwischenboss-Charakter. Aber dieses Rumgeflame von mir, weil die Gegner eine Runde überleben. Ich weiß, ob wir noch heilen müssen, ob wir auch noch mal einkaufen können. Habe ich schon mal gleich mal 99 für Heli-Potion gekauft, so Kristallpanzer. Ist doch bestimmt was für dich, natürlich. Weißmorschuss. Kristallhandschuhe. Die Kristallrüstung ist auch die Genji-Rüstung für unseren Ninja, die Kristallrüstung für unseren Dragoon. Es hat aber lange gedauert, bis es hier geladen hat. Kristallhelm. Kriegt er das komplette Kristallset? Da bewegt sich was. Sagen, da kämpfen wir dann immer offscreen. Ich hoffe, wir können wegkommen. Ja. Die Folgenlänge ist nämlich schon ganz schön ausgereizt. Barbarenaxt. Nee, sowas kann ein edler Ninja nicht verwenden. Schon jetzt weiterzugehen. Steinklinge, klingt wie ein Schwert. Chocobos Zorn und Königsfeder. Wie ist aus? Steinklinge gefällt dir nicht, okay. Aber der jetzt im Karatiker-Outfit, ich muss sagen, vorher das Mönch-Outfit sah eher aus wie ein Karatiker, als das, was er jetzt anhatte. Was ist das? Erzdämon. Gucken wir mal, was der so kann. Also entweder haben die alle auf einmal übelst hohe Verteidigung oder ich habe das falsche Element hier überlaufen. Es kann nicht sein, dass die alle Feuer haben und ich habe... Wenn man sich sogar Helfer holen kann.
will dieses Dungeon jetzt unbedingt noch abschließen in der Folge, deswegen geht's halt mal ein bisschen länger. Denn wir haben ja bisher nur Sidequest-Kram gemacht. Hinten meinem 30-Folgen-Plan wahrscheinlich zumindest eine Folge hinterher, die zusammen durch die ganzen Controller-Bugs kommt, weil wir dann jeweils einiges wiederholen mussten. Die erste Folge, die kürzer war, dadurch, dass das gleich mal ein Problem war, was ich nicht beheben konnte, beziehungsweise damals noch gar nicht kannte. Kommen gleich ein paar Kisten. Wir haben mit Phönixfeder nochmal zugeschüttet. Die hält so viel aus. Bringt im Gegenzug dafür zu wenig Erfahrung. Ich hoffe, hier kommt kein Boss gegen am Ende. Ansonsten werden wir dann doch speichern und vor dem Boss aufhören. Weiß auch gar nicht, warum ich eigentlich hier reingerannt bin. Eigentlich nicht sehr sinnvoll gewesen, wenn die Zeit schon relativ um ist, dass wir hier reinrennen, aber ich habe es trotzdem gemacht. So, Protestring winkt hier 59 und hier weniger. Wäre ganz schön, wenn der Protestring auch automatisch Protest zaubern würde. Heilige Lanze, na das klingt doch nach etwas für unseren Drachen. Selbstverständlich. Erstmal hier lang. Okay, scheint identisch zu sein. Höllenkrallen. Also es scheint ja ein symmetrischer Weg zu sein. Wir stehen vor dem Kristallturm, so wie ich es geplant hatte und gehofft hatte. Sehr schön, wir sind alle Level 50. Wir haben die optionalen Bossgegner Leviathan und Bahamut besiegt. Wir haben das Labyrinth der Alten noch schnell abgeschlossen. Und beim nächsten Mal gehen wir dann in den... Ich denke mal, das ist der Kristallturm. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.